Afghanistans Vizepräsident Amrullah Saleh hat Behördenangaben zufolge ein Bombenattentat überlebt. Bei dem Anschlag auf seinen Konvoi in der Hauptstadt Kabul seien mehrere seiner Leibwächter getötet und verletzt worden, hieß es in Salehs Umfeld. Ein Augenzeuge: Es war eine Bombe und ich war im Auto. Ich habe einen Bruder verloren, der andere wurde verletzt. Was ist das für eine Regierung? Keine Notärzte und auch die Polizei ist noch nicht da. In den vergangenen Wochen war es vermehrt zu Angriffen auf Politiker und Aktivisten gekommen. Für Saleh ist es nicht die erste Attacke auf ihn. Im vergangenen Jahr hatten mehrere bewaffnete Männer das Büro des ehemaligen Geheimdienstchefs gestürmt. 20 Menschen kamen dabei ums Leben. Bald sollen in der katarischen Hauptstadt Doha die innerafghanischen Friedensgespräche zwischen der Regierung und den Taliban beginnen. Die Gewalt im Land hält jedoch an. Die Taliban hatten als Voraussetzung für direkte Gespräche die Freilassung ihrer Kämpfer aus afghanischen Gefängnissen gefordert. Daraufhin hatte die Regierung mehrere Islamisten freigelassen. Anfang September verkündete sie, dass sie den Weg für Friedensgespräche geebnet sehe. Die Drahtzieher des Attentats am Mittwoch blieben bisher im Verborgenen.